Nee, so Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stories, The Path of Destiny. Ich bin Jesper 5 und dieses Mal habe ich ganz vergessen, dass ich das Eisschwert draußen habe, was eigentlich auch ziemlich cool ist. Man lernt nie aus, ne? Scheiße, und das Feuerschwert sieht noch cooler aus. Level hoch. There are a lot of dead ravens along the side of the road. Someone had rampaged through here on a killing spree. What had Zenobia gone to get? He had a chilling feeling it was the Iblis stone. Oh no. Zenobia was level-headed. A stone could make anyone bloodthirsty. Ich war mal ein Sith Lord wegen dem Ding. Aber es war verdammt cool. Okay, okay. Und zack. Da ist noch einer. Kommst denn du her? Perfekt. Shit, da war noch was. Um genau zu sein, eine Truhe für umsonst. Magst du das mal lassen? Mangelsaft. Ja, 4. Hm, danke. Geizhals. Scheiße, hier zurückgekonnt. Fuck. Look, it's not personal, but your mother wears army boots. On her ears. Warte mal, wo? Oh fuck, ich spawn hier oben wirklich. Fuck my life. Kommst du jetzt her? Nein? Lass mal schön bleiben. Auch nicht. Nö, und swam. Alles Kristalle, mach kaputt. Hier ist auch alles hinüber. Sehr schön. Wenn es um das Steinchen geht, dann, ne? Ich war mal Sith Lord, das war cool. Und ich sag dir, Mädchen, komm ja nicht auf die Idee, das Ding in meine Dings da zu drücken. Nur mal so. Ich habe mit diesem Football schon genug geredet. Eine ziemlich interessante Diskussion. Aber dass hier Shuma-Gorath am Ende rauskommt, ist... Wow, wow. Was war das denn gerade? Kaput. Du Shift. Und Zang. Und Zwang. Und Swang. Und... Fuck. Häng nicht überall fest, Typ. Ice walls only let you through if they knew you were cool. Wow, wirklich? Ist es dein... Okay, gut, das ist dein Ernst. Ist deine Sache, ne? Ist dein scheiß Eis. Sing. Wir brauchen insgesamt noch so viel fucking Erz. Woodwiften. Ach, guck mal, eine Schriftlolle. Naja, Schiffe, also natürlich, deutsche Verluste, gerne überleben, es ist wert. Trotzdem Beschreibung, die Luft der Mann und ich, da Turbulente, mit dem Wald. Ich beweise auch, ich bin Schnürfenberber. Ich bin schon bereit, diesmal gehen. Muss man wunderbar arbeiten, das ist ein lieber Papa. Papa. Aber hier ist ein Hebel. Danke. Habt schon genug gemacht. Das hätte ich ohne eure Hilfe nie geschafft. Okay. Savado! Die sind auch ein Problem weniger. Du Assipack! Und so.
If only he had some way to break the ice. Or convince it he was a friend. Ich wollte gerade sagen, was heißt hier falsches Schwert? Oh shit, zwei big ass Truhen. Schatzjäger. Okay, das klingt praktisch. Und Körper hier Widerstand 2. Oh, nice. Ich glaube, das Spiel hat begriffen, ich brauche keine Essenzen mehr. Das ist an sich verdammt gut. Sondern gib mir jetzt stattdessen lieber hier, die Dings. Ich krieg jetzt stattdessen die ganzen Kristalle und Edelsteine. Dann geht's hier rund. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Oh shit! Okay, das. Warte mal, was? Wieso ist denn das noch gesperrt? Also, 2 Sekunden. Warte mal, was? Von einem dauerhaften Angriff? Was ist ein dauerhafter Angriff? Ach komm. Fuck it. Ich bin kein Anfänger. Nö, das ist klar. Oh shit, bro. Oh shit. Mädel. He reached the summit, expecting no one. But there she was. Steaming. Pacing. I'm gonna kill him, she said. I'm gonna kill all his ravens. And then him. And then his family. And all the eggs and tadpoles. And then I'm gonna burn down their pond. Did you go and get the Iblis stone? Do you see all these ravens I killed? So much power. Yeah. Great, Renato said. You really want power from a demonic rock? You. You want the stone, don't you? Not really. Good. I'd rather not have to kill you. He told her he loved her. That he wouldn't let the Iblis stone take her, even if he had to die for it. Well, he planned to tell her. Now didn't seem like the right time. She'd probably cool off in a bit. So he let her get in her ship and fly off. He rushed back to the Farfarer and followed her, keeping a healthy distance. Zenobia's ship was just visible through the clouds ahead. How could he reason with her? But he had to. The rebels were down for the count. No wonder. He'd betrayed the location of their base, and then he'd abandoned them. And if she became Empress while she was in the grip of the Iblis Stone, if she became Empress by murdering her father, she could still be a great Empress. But she could also be a nightmare Empress. She had to be stopped. Das gefällt mir nicht, wohin das läuft. Das gefällt mir wirklich nicht, wohin das läuft. Vor allem, was ist, wenn... Moment, habe ich das... Ach nee, stimmt, ich hätte zur Rebellion auch gehen können. Ich stelle mir gerade vor, was passiert, wenn diese beiden Sachen aufeinanderprallen. Ich glaube, dann ist hier heftigste Arschgewalt. Ach, guck mal. Das kennen wir doch irgendwo her. There were more dead ravens along his path. Some of them wounded in the back. He knew she could have easily talked her way past them, or clouded the little tiny raven brains with a spell. Oh. She was going out of her way to kill everything in her path. This wasn't Zenobia. Not as he knew her. Big trouble. Okay, das kriegen wir aber auch noch hin. Fraglich, ob wir es heute hinkriegen. Aber bestimmt noch. Ich habe sowieso noch vor, jetzt heute einiges aufzunehmen. Tür auf. Wir brauchen Beute. Auch wenn Schatzsucher wirklich nur 1% ist, aber es ist dieser magische 1%. Und kritische Treffer, ich meine, ich komme an sich ziemlich gut klar. Ich brauche ja auch keinen körperlichen Widerstand, davon mal abgesehen.
Ich sollte aufhören, auf Treppen zu dashen. Das bringt mich nochmal irgendwann wieder in diesen scheiß Bug, wo alles langsamer läuft. Someone has spent a lot of money for a graduation present. Oh, Zavado! So cool das hier auch jedes Mal ist, ne? Ich muss mich mal heilen. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Kleines bisschen nur. Nur ein bisschen geheilt. Susch! Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Ich habe ja ein ungutes Gefühl bei der Sache. His beloved was possessed by the spirit of a demon. Yay, nice. To be a hero, to brave the darkness in your loved one's soul, to have faith there was still good in her, to help her out of that darkness, no matter what the cost. Hello, but darkness, what, my old friend. What could he do? She'd kill him if he tried to take the Iblis stone from her. Snack time, boys! Called the lead raven. Also den Schildbrecher muss ich immer drin behalten. Das ist das Geilste überhaupt. Das macht diese Schildfreaks einfach um so vieles schlechter. Yeah, perfect. 40 Hit Combo. Ich fand's irgendwie cooler, wo ich hier war. Da war es irgendwie voll cool. Da war ich voll böse. Komm mal, nee, den da. So, dankeschön. Oh, zack. Nö. Mangelhaft. Wurz einmal getroffen, du bist einfach mangelhaft. Take a leap of faith, said the inscription. Wop. 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 Warp. Ich habe immer das Gefühl, ich hänge irgendwo fest. Ich frage mich, ob das auf der Steam-Version genauso ist. Ob hier auf PC das Ganze auch so ein... Es ist nicht mal ein Problem. Also... Okay, ich bin nicht böse, aber das passiert offenbar trotzdem. Das ist cool. Sieht trotzdem super stylisch aus. Okay. Zack. Down. Down. Und zack. Guten Tag. Und tschüss. Und tschüss. Lässt du das mal sein? Nö. Und fuck off. Zack. Nö. Wham, wham, nice Sache. So, ich glaube, jemand möchte diskutieren. Entweder das oder das wird jetzt gleich eine sehr blutige Angelegenheit. At the end of the trail of Raven corpses was Zenobia. Her father was frantically rigging a strange apparatus wrapped around a glowing core. Don't do it, he shouted. You'll hate yourself in the morning. Stay back, she screamed in a horrible voice he'd never heard before. It froze him in his tracks. The Emperor stared at him. Run, he told the toad, or hop. But he didn't manage to voice it, only think it. Zenobia stabbed her blade forward, and his majesty fell dead. She began laughing hysterically. Or was she weeping? Just walk away, she laughed at him. I've no more use for you. There was something he needed to do, but he couldn't figure out what it was. So he did as he was told. As he walked away, he felt a chill in the world. The light in the sky seemed to dim. He didn't dare turn. He had a nagging feeling there was something he should have done just then. Something heroic. But he could not have taken the Iblis stone from her by force. And she would not have parted with it willingly. A cold wind blew from where she had been. But he still didn't dare turn. And then, an awful laughter filled the air. And all the torches and all the ships went out. And he realized what he should have done. But by then, it was too late to do anything. Shit. Oh, damn it.
He lost again. And died. Aber yes. But there was burning Ubar behind him. He still had all his destinies ahead of him. But he'd learned another true thing. Zenobia still had feelings for him. Zwei Levels. Okay. Aber, okay, und jetzt? Jetzt habe ich die ganzen Wahrheiten, aber was jetzt? He knew enough now, he thought. All these truths tumbling around each other in his head. There must be a way to puzzle the pieces together. If he used everything he knew, he could discover a new path to destiny. The book's pages fluttered to the beginning once again. Faster than before, and he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. Ah, cool. It was time to choose. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert jetzt. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Ja, das kennen wir schon. Renato knew that using it could go catastrophically wrong. Mhm. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis Stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Ja, das Thema hatten wir auch schon. He could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lupino needed rescuing. Ah, guck mal. Of course. Renato had a pretty strong suspicion that Lupino had betrayed the rebellion. And he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Aber das Spiel will mir offenbar sagen, ne, hier. Renato finally realized that Lupino was a traitor to the cause. And maybe Renato could use that somehow. Ach was, nee, das gibt jetzt nochmal, ach was. Renato konnte das sicher irgendwie ausnutzen. Wir müssen mit Lupino voranfangen. Wenn er Lupino wieder vertrauen würde, er sollte ihn damit konfrontieren oder besser noch einen Weg finden, den Verräter gegen seinen Meister Borato auszuspielen. Vielleicht würde sich Lupino noch zum Schlüssel... Renato Yo! ...put his paw on when he'd realized Lupino was working for the Empire. He'd never exactly seen Lupino sending coded messages to the palace, but he was sure. The rabbit had been on too many disastrous missions where he was the only survivor, or where he accidentally missed getting on the boat that went down to the abyss in flames. If Renato could prevent Lupino from getting back to the fleet with all the intelligence he'd probably gathered, it might be worth the trip. Das wird jetzt also nochmal eine komplett neue eigene Story. Okay, das wird cool. Ich bin so gespannt drauf. Ich finde dieses Spiel so toll, was diese Story-Elemente angeht. Ich finde das geil. Ich mag sowas. Bin ich ein Fan von, yes. Sorry. Schön Musik auch. How had they come to this? They'd been on so many adventures together. Lupino had talked Renato out of prison at least 4 times. And Renato had rescued Lupino from at least 2 lynch mobs. Ist hier unten? Ist hier unten irgendwas? Ooh, ooh, a workbench. Did he have any jewels he hadn't tried out? Ja, aber 5%, ja, nö. Ah, guck mal. Hälfte geschafft. Ich krieg auch Trophäen hinterhergeschmissen, einfach nur, ne? Ich meine, nicht, dass ich mich beschweren würde. Ich mag sowas. Okay, hier ist nichts. Ich bin jetzt mal echt gespannt, wie das jetzt hier noch weitergeht. Wow! Skyrim! Sag nö, du Arsch. Ultralord. Na nö, nö, nö. Komm her. Oh, zack, mangelhaft. But he'd always felt that the rabbit
resented him? Lupino was hilarious because he was so down on himself and everyone else. But behind the laughs, he wasn't a happy camper. Ooh, was this payback? Or did the Empire have his little white tail in a vice? Fraglich. Oh ja, endlich mal was mit was drinne. Aber die Folge ist auch schon wieder... Yo, ich hab die gar nicht gesehen. Ronaldo Smash. Okay, der war neu. Der hat mich gut erwischt. Hier ist doch bestimmt irgendwo irgendwas. So verwinkelt ja alles. Ich hab mich hier nie richtig umgeguckt. Voll schön hier. Hier geht's auch noch lang. Ah, guck mal. Au. Du Arsch. Der hat mir einfach gehauen. Okay, ich will jetzt noch wissen, was in der Truhe ist. Sack. Bleib mal schön da. No one could beat Renato at Hot Potato. Na, Hot Potato. Chance auf kritische Treffer 2. Schön. Na, das hat sich ja jetzt gelohnt. Na gut, aber auf jeden Fall. Ja. Das war's für heute. Ne? Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Meh.